Mahlzeit Buddies und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit den Buddies. Antares. Moin. Genau, sag einfach Moin. Und Nobody ist auch dabei. Hier der Schleicher Moin. Hier. Ja, wir haben hier nachts gerade noch Muni getauscht, habe ich kurz aufgehört, um kurz nochmal Bescheid zu sagen, dass wir jetzt in die Fire Station ziehen für heute Nacht. Antares hat uns hier ausgerüstet mit allem. Ist das alles für mich jetzt? 200 Schuss Pistole und 38 Jagdgewehr? Ja. Nice. Nachteule ist auch mit dabei. Und Nachteule, natürlich, hier. Ja, ich bin auch mit dabei, ich hab Hallo gesagt. Genau. Ja, nur du wurdest nicht erwähnt, deswegen. Entschuldigung. Ja, das ist nicht so schlimm, ich war böse. Genau, sie war böse und sie schläft außerdem eine zwischen böse euch, Nachteule. Deshalb könnt ihr sie ja begrüßen. So, So, wir müssen uns jetzt eine Horde-Base suchen. Ja. Oder habt ihr schon eine? Hammer. Nehm mal kurz noch ein Speck und Ei zu mir. Wow, geil. Das Fleisch, lecker. Das gönnen wir uns, wir brauchen ein bisschen Ausdauer. Und dann, Wasser habe ich bei mir. Haben wir vielleicht Tee schon statt Wasser? Trinken, mal gucken. Ja, nee, das ist trübes Wasser. Hier haben wir auch. Das ist fast wie Tee. Fast dasselbe. Nehmen wir hier einen Stack mit und trinken eins nochmal hier direkt. Da sind wir gut gerüstet, denke ich. Ja, Munition passt auf jeden Fall. So, sonst habe ich meinen Scheiß dabei. Klauenhammer habe ich eingesteckt, Holz habe ich dabei. Ja. Bevor es weitergeht, ich muss mich für 10 Sekunden muten, kleine Sekunde. Jo. Haben wir noch irgendwo Honig oder so? Eins habe ich noch irgendwo gesehen, ja. Nimm mal mit, genau, für die Horde, für jeden eins, ja. Wenn wir aufteilen können. Genau, für den Fall der Fälle, ne? Aber wo? Wo ist es? Ich hab's zuletzt in der Loot-Truhe gesehen, vielleicht ist das noch hier drin. Ich schau mal hier. Oder hier. Nee. Ich hab ein Glas Honig gesehen, oder es war auch vielleicht Bier, kann auch sein. Dass ich mich da vertan habe. Nee, das war Bier. Ja, war Bier, ne? Okay. Dann müssen wir jetzt auf dem Weg noch die Baumstümpfe abklappern. Jo, das ist eine gute Idee. Wenn wir Richtung Fire Station laufen, auf der linken Seite müsste es davon noch in der Richtung geben und hinter der Fire Station. Ja, finden wir. Haben wir noch eine Axt zufällig? Eine akzeptable Axt? Ich habe auch noch keine. Wir müssten da einige haben. Ja doch, ich habe irgendwo eine Feueraxt gesehen, aber noch keine gute. Mehrere, doch. Habt ihr Verbände einstecken alles? Habt ihr Painkillers? Boah, gut, dass du es sagst. Ich hatte Verbände, ich habe sie in die Lootkiste geschmissen. Hier, ich habe 9 Stück, ich schmeiß die raus, die sehe ich gerade. Painkillers gibt's nicht mehr. Braucht ihr noch Verbände, dann stelle ich noch welche her. Nö. Hat einer für den Notfall noch einen Painkiller übrig? Ich habe 2, genau. Ich habe 6. Okay. Nimm 2. Wenn du 0 hast, gebe ich dir 3. Guck. Ah, da war noch. Oh, danke. Hat jemand noch Munition für die AK? Ja. Wie viel hast du, Nobody? Ich hatte eben da ein Drittel rausgeholt. Ich habe jetzt 250. Ich habe 128. Okay, perfekt. Ich habe 131, also... Lass go! Ja, kein Thema. Ich frage ja, deshalb, dass das gerecht ist. Ich lasse mir jetzt 156. Oh, ist das geil! Warte. Mit! Ja, Prost. So, 112 für Jasmin. Ich habe jetzt noch 137. Bitte schön. Oh, warte, das waren die falsche. 9mm. Du warst AK, ne? AK habe ich nur 70, ja. Entschuldigung. AK habe ich nur 70. So rum war das. Antares. AK habe ich 70. Was habe ich denn jetzt hier? Was habe ich für eine Brille? Glücksbrille. Beutebonus plus 8, Radius vergrabener Schätze. Ah, die Lootbrille ist schon geiler, ne? Dankeschön. Bitte. Beutebonus. Ja, ich tendiere zur Lootbrille, glaube ich. Obwohl, die macht minus Fertigungszeit. Warum wird mir angezeigt, dass ich 0 habe? Was hast du? Dass ich 0 habe. Was hast du? Also 0 Munition. Vielleicht nachladen. Nachladen. Also ich habe 0 von 0. Dann musst du R gedrückt halten und die Munition aussuchen. Also R gedrückt halten und auf die Muni mit dem Mauszeiger fahren. Ah, okay. Ja. Alles klar. Och, deswegen renne ich nicht. Ma, wie blöd. Bist du gedeckt wieder? Was brauchen wir denn? Ja, wieder alt wie in Skyrim. Brauchen wir noch Holz oder was? Oder wie? Ja, Holz. Ja. Soll ich ein paar Traps basteln? Ein paar, wie heißen die Dinger? Spikes? So, dass wir wenigstens ein paar haben, da wo wir dann sind. Wanderhorde. Oh, ich kann nur 12. Ich mach jetzt 12.
Ja, ich komme sofort. Verbände liegen noch in der Loot-Truhe, falls wer doch noch Bedarf hat. Wo ist die Wanderhorde? Welche Richtung? Richtung Nordwesten. Ah, also wieder hier, okay. Oh, hier kommt hier auch. Also hier Rocker ist sogar dabei. Ah, da. Richtung Nordosten. Oh, hallo. Das war ein Distanzschuss. Bam. Oh, ins Auge. Aber wir gehen mal lieber zum Nobody. Ist ja einiges los hier. In die Brust. Lass mich den rausziehen, bitte. Aua. Das klingt wirklich. Hier, hol die Mudgas da. Ah, weißt du was? Ich habe noch meinen Bogen hier. Oh ja, hier ist ja was los. Ja, EP frei Haus. Und ich habe gerade die Brille angezogen. Perfekt. Plus 10% bitte. Haben wir jetzt eine Axt? Jasmin, bringst du noch eine Feueraxt mit? Ah, du bist schon hier. Ich bin hier unten. Entschuldigung. Jasmin ist. Wo kommst du denn her, junger Bursche? Don't run after me. Run after Alaska. Kurz nochmal zur Erinnerung, für die Horde vielleicht, ja, machen wir sowieso. Für die Horde vielleicht, packt euch eure Munition im Gürtel, dann, wenn ihr sterbt, habt ihr die bei euch. Und dann Taris kommt. Die Matka von drei Seiten. Ja, demnächst im Kino. Für Erwachsene. Oh, guck mal, wer da drüber glitscht hier, Kollege. Komm mal her. Komm mal auf den Meter hier. Komm mal her. Zeig. Was? Was? Wo bist denn du? Das ist schon gut, der wollte da über die Base, ah. Also zur Base. Hat jemand jetzt irgendwas, um Holz zu farmen? Ich habe kein Holz mehr. Ja, hab ich alles mit. Ich hab eine Feueraxt. Kettensäge. Feueraxt, gut. Habt ihr denn, genau, du, ich höre dich schon, dann gib mal einen Stack. Vorsicht, Antares hinter dir. Ah ne, Nobody, Entschuldigung, Nobody vor dir. So, du bist das. Was hinter dir? Bin ja schon gut. Okay, ich brauche nicht mit Pfeil und Bogen ran. Nein. Ja. Wir glauben es ihm. Oh. Oh, keine Ausdauer. Das ist der Nachteil am Sledgehammer. So. Das ist der Vorteil. Oh, Stun. Ich hab ihn hier. Jawohl. So, Antares, schmeiß mal das Holz kurz, dann kann ich schon mal craften. Tag 7, immer noch kein Level up. LOL. Jawohl. Holzstacheln. Oh, was geht denn hier ab? Ja, Antares und ist in seinem Element. War bei Forest gestern nie anders. Kann Antares, ich dann auch mal später einmal Holz? Die Kettensäge haben? Bald weg. Also 2 Minuten dauern die Fallen, dann kannst du mir den nächsten Stack schmeißen, wenn du willst. Gerne. Ja, alles gut hier. Gehst du zur Fire Station schon? Ich gehe schon mal in die Richtung. Gut, dann geh ich auch hinter dir her. Dann müssen wir nur gucken. Ach, hallo Zombie. Weil die müssen wir noch clearen und noch alles abschlagen, ne? Boah, hör mal, was ist denn das für ein Sack? Ich hab ihn. Coco Gadget Arme. Ja, das ist der mit den langen Armen. Der und der andere, der Kanten. Die haben echt eine Range. Oh, der hört aber aus. Krass. Boah, das ist eine Frage. Das frage ich mich auch. Boah. EP. Das ging geblutet, glaube ich. Ja. Verbinde dich mal. So, in die Fire Station da? Oder in die dahinter. Ja, mir egal. Such aus. Entscheidet ihr. Schaut es euch an und sagt dann, welche euch lieber ist. Wie gesagt, ich kenne nur die mit dem Sicherheitsglas da oben. Da war ich schon mal zur Horde drin, das war gut. Nein, wir waren auch schon mal in der anderen. Aber nicht zur Horde. Doch. Echt? Ja. Oh, wo war sie denn jetzt? War doch hier. Habe ich irgendwas, was meine Mobilität einschränkt? Da, hier hinten, die meine ich. Die kennst du doch. Da war mal um den Dach, da hast du den Weg nicht in die Luke gefunden. Ach, die, ja, die mag ich nicht so gern. Warum? Weil ich den Weg zur Luke nicht finde oben.
Da können wir auch, mir ist egal. Aber die sieht jetzt nicht so robust aus wie die andere, wie ich finde. Weil die ist nur aus Stein, die andere ist aus Beton. Und Panzerglas hält auch ohne Ende aus. Dann ist die Entscheidung getroffen. Jo. Stein ist ja nicht so mächtig. Geil, am Zappeln und am Brennen. Aber die können wir jetzt die Tage mal looten auf jeden Fall, das ist nicht verkehrt. Dann laufen wir zur anderen Firestate. Oh, da hinten sind zwei Hochhäuser sogar. Ja, Hochhäuser sind hier ohne Ende. Ey, da looten wird geil. Ja, wir haben hier noch einiges zu tun in der Stadt, glaube ich. Wir brauchen gar kein Fahrrad, ey. Nee. Ist ja hier alles zu Fuß erreichbar. Das Einzige, was gut ist am Minibike, dass du dann den Kofferraum vollpacken kannst, ne? Ja. Zentrale haben wir gelootet. Gelootet. So, wenn ich Holznachschub kriege, crafte ich weiter. Oder craftest du auch Fallen nebenbei? Nee, ich komme. Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Wir laufen jetzt. Wir sind jetzt bei der Fire Station. Fangen an, die zu clearen jetzt. So, warte mal. Erstmal einen Schluck Met. Jo. Skull. Ich hab hier noch Käffchen. Fast dasselbe. Nee. Falls ihr, lieben, euch wundert, warum ich Met trinke, meine Tante ist Imkerin und stellt echt geilen Met her. Boah. Komm weg. Ja, da kann man dich nur beneiden. Hier ist noch jemand. Oh, ein Thales. Nicht nur. Dann schmeiß mal kurz den Holzstack. Oh, geil. Das ist ein Holzstack, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ja, doch. Also, das war so, die Waffen, muss jeder für sich selber machen. Oder wie? Nee, also du musst mal gucken und den Skill lesen in der Nacht oder so, wenn du Zeit hast. Das ist, wenn du auf Schrotze Skills kannst du die halt herstellen. Also das, ich habe auch einen Bauplan Pumpgun gefunden. Ja, dann lern ihn auf jeden Fall, weil ich nehme an, also außer du möchtest dich nicht darauf spezialisieren. Doch, alles gut. Aber wenn du dich auf Schrotze spezialisierst, dann machst du erstens mehr Schaden damit und dadurch, dass du das halt gelernt hast, dann bist du halt Profi im Zerlegen und Herstellen von Schrotzen. So ungefähr ist das jetzt aufgeteilt. Okay. Wer macht Medikus? Noch, glaube ich, niemand. Weil ich habe hier für First Aid den Bauplan. Gute Frage. Ich glaube, ich sollte das machen. Ich weiß es nicht. Kann ich dir gleich geben. Ich oder pack erstmal dann in die Truhe zu Hause. Wir gucken dann nochmal. Ich weiß noch nicht final, wer das macht später. Kannst du auch machen. Also. Weil ich muss ja noch die Fahrzeuge dann nehmen. Müssen wir halt gucken, wie das aufteilen. Das Ding hier ist aber... Meine Güte, ist der Tresor hier widerspenstig. So, was haben wir? Ja. Was hast du da Schönes? Ich bin gerade am gucken. Du hast gleich Nummer 4, ne? Guck mal rein. Jetzt ist es zu spät, das hat gelootet. Ja, aber guck mal rein. Ja, mach ich. Magst du einen Speer? Eigentlich ja, aber ich habe wieder den Sledgehammer für mich entdeckt. Ah, hier ist ein doppelläufige Barrel, ein Stahlspeer. Wow. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich stecke das jetzt nicht alles ein, weil ich bin sonst wirklich voll gleich. Wir wissen ja, dass jetzt hier ist auch noch ein Safe. Du Schlossknacker. Ey, hau mich nicht! Ach, kann man den Wasserspender nicht mehr looten? So, wie kommen wir aufs Dach? Da hinten über die Treppe. Hä? Wo wir sind? Hier hinten ist. Hier ist noch ein Tresor zu, ne? Sorry. Da hinten. Rechts, der. Sorry. Wenn du kannst. Genau. Ja, ich hab ein Rezept gefunden für Fischtacos. Geil. Wir gehen hier wieder aufs Dach, oder? Ja, ja, klar. Nach oben und wie dann. Wie kommt man aufs Dach? Hier. Das ist die Frage. Nur von außen, oder? Nee, hier. Oh, Airdrop! Wo ist hier? Hier, bei mir, komm Airdrop. Mal Airdrop! Wo bist denn du? Na, guck mal da. Met! Hier, in der Halle bin ich. In der Halle. Wenn du mich, wo wir gerade gekämpft Lasko. Haben. Ja. Ich warte auf dich. Und jetzt ist hier. Ja, da komme ich gerade her. Achso, hier kommt man nicht hoch. Ja, da muss man mich hochbauen. Lasko! Zeig's mir. Lasko! Ich zeig's dir, ja, bitte. Lasko! Ja, ja. Komm mal an diesen Waffenschrank, da ist was drin, was dir gefallen könnte. Okay, bin da. Und, Lasko, ich lass was fallen, das dürfte dich auch interessieren. Was hast du fallen lassen? Hier ist nichts. Doch, da ist was. Nö.
Dann heb's auf, wenn du siehst. Möchte jemand einen Cowboy-Hut haben? Ja, hier steht es. Liegt es. Oh. Ah, Wasserreinigungsmod. Cowboy-Hut, weiß ich noch nicht. Was macht denn der? Okay, jetzt Munition, die nehme ich mal raus. Also alles andere habe ich schon genau in der Qualität. Also Hammer ist 2 besser und mein Jagdgewehr ist auch 5. Aber danke. Wer braucht noch eine Zweierpistole? Na, ich habe eine 5er. Und Taris? Ich habe eine 2er. An Nachteule, kriegst du wieder eine 2er. Okay. Wo bist du? Stopp! Danke. Bin hier schon voll mit Schrott. Ich pack mal hier ein paar Sachen rein, die jetzt nicht so wichtig sind. Ja, aber das bringt mir ja nichts ohne Munition. Warte. So, bitte. Danke. Diese Schlagringe, ne? Die sind ziemlich geil. Was? Helm installiert? Kann ich. Ach so, Wasser trinken. Auch lustig. So, ich hab jetzt verpasst. Wie kommen wir aufs Dach? Nur hier von außen, hoch? Oder? Nee, hier hoch und dann hochbauen. Ach, hochbauen. Ja, man muss sich wahrscheinlich hochbauen, wenn da keine Treppe hochführt. Dann müssen wir uns... Würde ich mich aber von außen hochbauen und das Glas nicht zerstören, weil das ist so gutes Panzerglas. Dann lass uns von außen hochbauen. Und ich weiß jetzt nicht, wo ich die Fallen setzen soll. Von außen hochbauen ist ein bisschen krass. Nee, warte, musst du nicht. Von außen führt auch eine Leiter hoch, meine ich. Fällt mir gerade ein. Von außen, da irgendwo an den Mülltonnen, war mal eine Leiter, glaube ich. Irgendwo hier. Die hatten wir schon abgeschlagen. Waren wir schon hier? Nee. Spaß. Also, ich sag mal so, auf jeden Fall. Ja, ja, hier, wo ich bin. Ja, genau. Das heißt, ich würde sogar irgendwie. Ja, die werden wohl. Ja, die werden von innen versuchen. Ich weiß nicht, wo die versuchen hochzukommen, sonst. Wir müssen mal von oben gucken. Jasmin kann irgendwie nicht springen. Hast du ein Bein kaputt? Nee, wird mir nicht angezeigt. Oh, Tischkreissäge kann ich bauen. Geil. Wo wollen die jetzt wohl hoch? Also die können nur von der Leiter hoch. Das heißt, wir können die Leiter nutzen, wenn wir die dran lassen, um die zu steuern, dass die hier langkommen. Wäre eine Möglichkeit. Und wir könnten die sogar bis ganz nach oben hier hochkommen lassen und wir gehen hier nach ganz oben. Das heißt, wir lassen die Leitern dran. Ich spicke alles voller Spikes überall hier und wir gehen ganz nach oben. Was haltet ihr davon? Ich habe jetzt insgesamt, also wenn ich das schaffe überhaupt, 6 Minuten noch, dann haben wir um die 230 Spikes. Die würde ich jetzt alle platzieren wollen. Dann tue dies. Dann lasse ich die Leitern stehen, ne? Dann gehen die ja diesen Weg. Ist das so recht? Hm. Gut. Dann mache ich mir hier schon mal einen Aufgang. Ich mache hier für die oberste einen Aufgang gerade. Ja genau, geh mal nach ganz oben schon mal und ich platziere jetzt Fallen. Ich muss die, nee, ich platziere die nicht so, dass dann Taris hochkommt. Wir bauen uns an der Seite hoch, ne? Ich mache hier alles zu für die Horde jetzt. Kannst du dich einfach an der Seite hochbauen, ne, Taris? Ja. Weil du warst noch nicht dabei, ne? Was? Wo war ich? Du warst jetzt noch nicht oben bei uns, oder? Wie, auf der Fire Station? Mhm. Nee. Eben, dann... Bau dich einfach an der anderen Seite dann hoch, wo keine Leiter ist. Ja. Ich bin jetzt nochmal voll geladen. Ich habe noch ein bisschen geludet. Soll ich nochmal. Bauplan Erdbohrer. Geil. Ja. Geil. Ja, ich habe den Wink verstanden. Ich skill bald wieder auf Altstoffsammlung. Soll ich nochmal eben zur Base zurück? Ja, ich laufe nochmal zur Base. Mach doch, Zeit hast du. Wir haben noch einen Airdrop, wenn du noch mitnehmen willst. Ich bin voll. Echt? Ja. Wie viel hast du denn getrunken? Ja, zwei hier. Moncherie. Zwei Moncherie getrunken. Geil. Legst du deine Hand dafür ins Feuer? So. Also, ich hoffe, die müssten ja so laufen. Also von innen. Und die könnten auch innen die Treppe nehmen, ne? Und denken, dass sie dann zu uns kommen. Da spicke ich die Treppe auch voll mit Fallen. Sind halt nur Holzfallen, es wird aber ein bisschen Schaden machen sie auf jeden Fall. Und irgendwann kommen sie ja hier dann durch, dann kommen sie oben an und oben sind dann auch Fallen. Und wir können dann von oben dann draufballern, was das Zeug hält. Haben wir Molotows und Granaten dabei? Ich
glaube, Antares hat Granaten, Molotovs kann ich nicht sagen. Antares, sonst bringen die Molotovs noch mit. In der Base? Ja, da waren noch 4, 5 Molotovs. Okay. Würde ich auf jeden Fall sagen, nehmen wir mit. Ich bin ein bisschen vorsichtiger jetzt, nachdem wir in der letzten Session, die ja leider, wo der Server abgekackt ist, die erste Horde, die war ja dann doch schon recht ordentlich. Und, ich denke mal, die jetzt, diese wird ähnlich werden. Ja, sind wir mal gespannt, ne? Jo. Ist das? Ich hänge im Menü. Ah, jetzt. Verändern. Jasmin, kannst du. Hast du noch was gebraucht, Paris? Ich habe gerade mein ganzes Holz noch zu Woodframes gemacht. Ah, gut. Nee, aber ich kann gucken, dass ich gleich noch ein bisschen was mache. Okay. Ja, du kannst auf dem Weg, wenn du willst, noch ein paar Woodspikes, aber nee, ich glaube, warte, was fällt? Nee, reicht. Ich habe jetzt noch 100 fürs Dach oben, das sollte eigentlich ausreichen. Soll ich hier hinten weg auch alles zubauen? Also hier noch eine Reihe? Also, ich würde sogar sagen, so. Dass wir ein bisschen Platz zum Laufen haben. Ja. Hatte ich nicht irgendwo auch Dynamite? In der Base, ja. Das ist, glaube ich, sogar noch in den Sortierkisten. Nee, Nee, das war eigentlich nicht deswegen gemeint. Ich bin ja Langbartträger und ein Barter hat sich im Mund verirrt. Lecker, das war aber gut. Ja. Ich habe wahrscheinlich einen längeren Bart als mein Avatar. Ja, ich habe mal ein bisschen wachsen lassen, aber mich nervt es. Ab einer gewissen Länge muss er ab. Na, es geht. Ich kann den jetzt sogar gut flechten. Ich könnte sogar an 3 Stellen flechten. Ja gut, das ist was anderes. Das so lang war der nicht. Ja. So einen langen hatte ich dann doch nicht. Haha. Ja, ich würde ja gerne mitbauen. Jasmin, das Problem ist, ich habe nicht so viel Holz. Alles gut. I don't have so many... Wood. Ich habe nicht so viel Holz vor der Hütte. Ich habe auf den gewartet eigentlich. Ich war enttäuscht, dass er nicht kam. Never Skin Survivors. Da hinten könnte es guten Loot geben. Die ganze Stadt Never ist Skins. Voller guten Loot, ey. Ich sehe ein Schild, Never Skin Survivors. Obwohl, nee, warte, das garantiert eine Sport... ihr Mannschaft. Ich finde das geil, ein Fastfood-Laden direkt neben dem Bestatter. Ja, ich glaube, darauf achtet dann der Algorithmus nicht so. Nö, aber ich finde die Kombination irgendwie geil. Okay, also die Leiter, den Aufgang würde ich aber kaputt machen, Leute, weil das ist dann doch zu risky, glaube ich. Ach, du meinst, sie kommen trotzdem noch hier hoch? Ja, klar, ich habe es so gemacht, dass die bis hier kommen, wo ich jetzt bin. Ach so. Der ganze Weg ist halt voller Fallen jetzt. Also der Antares dann würde jetzt nicht mehr hochkommen. Ändere das so ab, dass es passt. Ja, wir machen einfach den Weg kaputt gleich. Komplett? So, ich bin jetzt oben. Ja, zumindest auf jeden Fall hier oben die ganzen Leitern so. Sonst kommen die ja hoch. Und dann haben wir die unter der Hedge kleben. Das wollen wir ja nicht. Was liegt da? Kiefernsamen. Ih, geh weg. Jasmin Samen. Okay. Verwirrtheit macht sich breit. Wir haben jetzt keine Minibikes als Notlösung. Okay, Antares ist ja schon da. Hast du dich schnell hochgebaut? Ja. Apropos, hast du ein Stack Holz für mich vielleicht? Das wäre nett. Danke. Bitte. Ah, endlich Holz. Also ich habe jetzt nur noch 18 Fallen. Es ist hier oben ein bisschen mau. Also hier oben könnten noch ein paar Fallen. Warte mal, ist ein Stack 200? Nee. Okay. Ein Stack ist, was ich vorhin bekommen habe. 3.500. Okay, weil... Ich dachte, ihr kriegt hier dauernd Stacks und ich habe 200 bekommen, hab gedacht, hä? Ja, er hat mir alles gegeben für die Fallen schon, glaube ich. Ja. Sorry. Ich habe nur eben auf dem Weg von der Base
hierher noch ein bisschen gefarmt. Toll, ich gebe nicht Frame ein, ich gebe Fraß ein. Das ist so der direkte Weg jetzt eigentlich. Es rumpelt und es pumpelt. Mehr Fallen habe ich jetzt nicht, aber hier hinten werden sie ja wohl kommen, die wollen ja hier hoch, ne? Ja, wollen wir es hoffen, ne? Na, hoffen wir. Ich habe jetzt auf jeden Fall. Ist da eine Leiter oder was? Ja, die Leiter schlage ich jetzt bis zur Hälfte ab, nur dass die denken, dass die hier hochkommen. Nee, ich meine die Plattform, auf der du stehst, kommen sie da, wie kommen sie denn da? Ja, die kommen jetzt komplett hier ganz normal durch von außen. Und überall sind Fallen, an jeder Leiter, an jeder Zwischenetage sind alles voller Fallen. Wo ist denn da die Treppe oder die Leiter? Wie kommen die darauf, da hier, wo du jetzt stehst? Hier, wo die Fallen vorstehen. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Hier unten ist ein Zwischendach auch voller Fallen. Da ist die Leiter runter und da ist auch nochmal alles voller Fallen. Ah, okay. Also die laufen erst durch ganz viele Fallen hoch, dann hier wieder voller Fallen, hier voller Fallen und dann sind sie erst bei uns. Dann dürften die schon sehr angeschlagen sein. So der Plan. So, und ich würde auch sagen, Leute, wir machen auch dann hier langsam einen Cut. Nein. Ihr seht, was los ist. Was, nein, wo bist du? Bist du gefallen? Achso, ich dachte, du bist mal gefallen. Nein, ich bin hier. Gut, dann nur wegen dem Cut sagte ich nein. Ja, gebaut ist, wir warten jetzt quasi auf die Horde. Und bin ich jetzt hier, warte mal. Boah, also hier unten ist ja eine Leiter, aber da sind das ein, zwei Stufen sind da abgeschlagen, ne? Ja, ist aber nicht schlimm, da kommen die hin. Die bauen sich ja ruckzuck hoch aufeinander. Und hier lasse ich so drei Leitern dran und dann hau ich... Weiß aber nicht, ob sie da denn überhaupt hinsteuern, ne? Ja, die müssen dorthin steuern, die haben sonst nichts. Die haben nur die Stufen, die ins Nichts führen. Also dann stehen sie hier unten bei uns drin am Sicherheitsglas und merken, dass sie nicht hochkommen. Aber auch da sind Fallen. Wenn du von oben reinschaust, siehst du die Fallen auch. Ja, und sonst gibt's nur den Weg hier hoch. Also ich habe alle Wege, die ich jetzt kannte, mit Fallen gespickt und hoffentlich reicht dann am Ende unsere Feuerkraft aus. Klar. Oh, was machst du denn? Ich wollte nur die Leiter, aber ging nicht. Jetzt können wir eine neue Hedge, aber Hedge brauchst du jetzt nicht mehr. Jetzt, wenn sie hier nämlich zur Leiter steuern und unten hoch wollen, dann können wir sogar von hier runter schießen. Was ist denn hier los? Was machen die Frames denn hier? Absicherung. Aha, wegen Fallen? Nicht nur, auch wenn mal ein Geier von hinten kommt, muss er wenigstens drüber fliegen. Er kommt nicht direkt in den Nacken. Gute Idee. Ich wäre vielleicht sogar dafür, dass wir es wirklich dicht machen. Ja, so dass man hier rausschießen kann. Aber so viele Frames habe ich jetzt nicht mehr. Ich kann noch welche bauen. Ich habe noch 88. Na, dann mach hier noch eine Reihe drauf und noch eine Reihe drauf und dann einmal so ein Halbdach. Weil wenn, dann kommen sie halt von hier. Und zur Not kann man ja ein, zwei Frames wegnehmen, wenn sie stören. So Leute, ihr seht es, ne? Hier ist jetzt unser Horden-Balkon. Hier oben sind mir ein bisschen wenige Fallen, aber gut, dafür haben wir ja unsere Feuerkraft. Antares, hast du noch eine Fackel, die du unten platzieren kannst? Nein. Ich hab noch eine Fackel, ich muss nämlich jetzt wieder runterbauen, scheiße. Kann ich runterspringen? Ich glaube nicht, ne? Warte mal. Ah, wir machen das hier. Ich bin ja jetzt Parkour erprobt. Parkour approved. So. Ah, das ist echt so schade, dass das nichts mit der Aufnahme wurde. Ja, das stimmt. So, haben wir hier wenigstens ein bisschen Licht. Hat noch jemand noch eine Fackel? Nein. Ja, Moment. Ey, nicht den Zaun davor. Dann können wir nicht mehr so gut runterschießen. Doch. Nee, glaub mir, das stört. Wenn sie genau an der Hauswand sind, musst du so genau so, weißt du? So zirkeln. Oh, geil, das rote Licht ist geil. Die machen rote so. Sonne. Gut, also, willst du abmoderieren? Ja, genau. Habe ich ja eigentlich schon zur Hälfte. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Seid gespannt auf die Horde in der nächsten Folge. Und hoffentlich geht alles einmal nach Plan. Mal schauen, ich bin gespannt. Okay. Bis dahin, Leute. Vielen Dank und tschüss. 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 Ja, das war jetzt verzögert.